Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 15. Mai 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, auch der Mai schon wieder zur Hälfte vorbei. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Oder vielleicht kommt es auch mir nur so vor. Ja, und zum Ablauf dieser Woche, am Wochenende ist der Pfingsten. Da fahre ich ein paar Tage weg. Das bedeutet, voraussichtlich, das bedeutet, dass morgen am Donnerstag, das mache ich das Pfingsten-Horoskop, also die Konstellation über die Pfingsttage. Und dann ist dann wieder das nächste Tageshoroskop, also nach morgen, dann am Dienstag nach Pfingsten, das ist der 21. Mai geplant. Gut, aber heute ist heute und heute wechselt Merkur das Zeichen. Merkur, der schnelle Sonnenbegleiter, der fürs Denken und die Kommunikation steht, der verlässt den Widder und wechselt heute um 19.05 Uhr in den Stier. Das bedeutet, wir haben heute Merkur-Wechseltag und das bedeutet, dass die Merkur-Themen heute unsicher, unklar sind, wackelig, unsicher. Und das bedeutet, sowohl die Kommunikation nach außen wie auch nach innen, also das Denken, kann heute, sollte man sich heute nicht hundertprozentig drauf verlassen, weil Merkur hier im Übergang ist und nicht genau weiß, bin ich jetzt noch im Widder? Und Merkur war ja aufgrund seiner Rückläufigkeit lange im Feuerzeichen Widder. Oder bin ich schon im Stier? Ne? Deswegen Merkur-Themen wie überalter Handel, wichtige Gespräche, aber auch den eigenen Gedanken, vor allem wenn sie uns sabotieren, negativ sind, heute nicht so viel Raum nehmen. Eben. Ab heute Abend dann Merkur im Stier, im Erdzeichen Stier. Das Denken wird dann erdiger, langsamer, gründlicher, aber auch viel weniger bissig oder aggressiv. Mit Merkur im Stier ist auch der Märchenonkel, könnte man sagen, so ein bisschen, aber das ist so ein bisschen auch diese Konstellation. Erst besinne ich's, dann beginne ich's für den Merkur, während im Widder das oft so ist, erst beginne ich's und dann muss ich lange darüber nachsinnen, was ist hier eigentlich passiert. Gut, das ist das eine. Das andere ist der Mond. Der Mond ist ja zunehmend, das heißt, er bewegt sich von der Sonne weg und heute Mittag um 13:48 Uhr hat der Mond genau ein Viertel 90 Grad von der Sonne zurückgelegt. Wir haben also zunehmenden Halbmond. Es gibt ja diese vier wichtigen Mondstationen: Neumond, Vollmond, zunehmender Halbmond, abnehmender Halbmond, die auch schon zu Zeiten des Buddha beachtet wurden, die der Buddha dann als wichtige Tage der vertieften Übung, Upasata-Tage, definiert hat. Ja, und mit der zunehmende Halbmond bezeichnet eine Krise der Handlung. Das bedeutet, Sonne und Mond wollen Unterschiedliches. Der Mond im Feuerzeichen Löwe, der möchte am liebsten ganz dem Feuerzeichen gemäß seinen Emotionen, seinen Trieben, seinen Impulsen sofort folgen. Während die Sonne im Stier da eher erdig, zurückhaltend, die Dinge be bewahrend ist und nicht alles verausgaben möchte. Also man könnte es mal auf so ein Beispiel bringen. Ne, ich sehe was Tolles, was ich mir kaufen möchte. Der Mond im Löwen ist gleich Feuer und Flamme. Das innere Kind möchte es haben. Wir selber wollen auch unserem inneren Kind was Gutes. Aber die Sonne im Stier sagt, wir haben eigentlich gar nicht das Geld für diese teure Sache. Irgendwie lass uns das lieber sparen oder nochmal überlegen. Ne? Und so gilt es eben, so beiden Raum zu geben. Mond im Löwen, heute Abend um 23:33 Uhr wird der Mond dann aus dem Löwen in die Jungfrau wechseln. Wir haben dann also ab heute späten Abend und morgen haben wir dann Sonne und Mond nochmal in Erdzeichen beide. Das harmoniert dann besser. Ja, Mond im Löwen, der Löwe ist ja das Herz, bedeutet auch, es hat eine Kommentatorin gestern gut beschrieben, erst sich selber glücklich machen und dann aus dem eigenen Glück heraus auch das an andere weitergeben. Ne? Umgedreht funktioniert es auch in gewisser Weise, dann können wir uns ablenken, aber besser ist es, wir finden einen Weg, uns, unser inneres Kind, unsere innere Gemütslage positiv zu stimmen,
indem wir uns selbst vielleicht eine Freude machen oder indem wir heute Bereiche des Tages einbauen, wo wir was für uns Schönes machen und damit so unseren Mond, unser inneres Kind stärken. Und aus dieser Kraft, aus dieser Liebe heraus, die können wir dann auch gut an andere weitergeben. Ja, dann sehen wir hier so eine gewisse Ballung. Die Sonne ist ja zurzeit im Stier auf dem Weg zwischen Uranus und Jupiter. Uranus hat sie verlassen und läuft auf Jupiter zu, Planet des Wachstums, der Fülle der Möglichkeiten, der Philosophie, der Sinngebung. Den wird sie dann am Sonnabendabend erreichen. Und kommenden Montag, Pfingstmontag, wechselt die Sonne dann aus dem Stier in die Zwillinge, dann ist auch die Stierzeit schon wieder vorbei. Ja, und Merkur, wenn er dann aus dem Widder in den Stier tritt, dann läuft er ins Quadrat zu Pluto. Das ist am Freitagmorgen exakt, werde ich morgen auch nochmal ansprechen. Ne, das bedeutet auch, hier müssen wir auch Anfang Stier noch bei Merkur darauf achten, dass wir uns hier nicht über Pluto in irgendwelche dunklen Gedanken oder schwierigen Gespräche hineinziehen lassen, wohl dem, der sich mit Astrologie beschäftigt und immer ein bisschen vorbereitet an die Dinge herangehen kann. Ja, soweit die Konstellation heute vom Mittwoch. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch. Melde mich morgen dann mit dem Pfingsthoroskop. Alles Liebe für euch und tschüss.